Hallo Leute und herzlich willkommen. Wir befinden uns mitten im Babylon Health Club in dem Spiel Black Prophecy und wir haben nun Episode 3 und es gibt eine neue Story-Mission und diese werde ich jetzt zocken. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf, um das ganze Ding wieder zu let's playen und zwar diesmal mehr oder weniger vorbereitet und ordentlich. Hier haben wir Monique 19, sie wird mir gleich die Mission überreichen, sobald ich das weiß. Schauen wir mal. Genau, Suche und Rettung heißt sie. Hier gibt es ein paar mittelmäßige Items. Wer kennt sie nicht? Die guten alten mittelmäßigen Items. Ja, die Balance wurde sehr, sehr stark geändert. Ich habe nur noch neuen Stuff kaufen können. Und das war's dann auch schon. Warte, ich lese gerade durch. Okay, das werden wir mal machen. Ja, wie gesagt, Balance wurde mehr oder weniger stark verändert. Und ich werde jetzt erstmal zum neuen Sektor springen. Muss ich draußen sein? Scheint so. Und ich habe bloß noch Zeit gefunden, ein bisschen mittelmäßigen Stuff zu finden. Ah, Anomalie analysiert. Chantal. Ja, Chantal 34. Wichtig suchen. Map. Will ich sie jetzt? Nee, immer noch nicht. Bin ich blind? Sensor, Apokata. Warzone auch nicht. Irgendwie unlogisch. Entweder ich sehe hier gerade nicht durch. Eigentlich ist die Story-Mission ja bisher immer hier oben irgendwie gewesen. Bloß jetzt irgendwie nicht. Chantal gerettet. Kontakt. Ja. Lese nochmal die Mission nochmal durch, um die genauen Eckdaten zu erfahren. Journal, aktive, abgeschlossene. Das wurde auf jeden Fall auch überarbeitet. Oh, Story-Mission, gelb, super. Okay. In der Nähe der nach einem unserer Schiffe in der Nähe so dringend ein Pilot, der nach einem unserer Schiffe in der Nähe der Kronostation sucht. Gut, Kronostation wissen wir. Chantal werden wir retten. Ich glaube, ich weiß sogar, welcher Sektor das ist. Ich habe jetzt letztens ein paar Gutscheine verteilt. Kronos Station. Da. Okay. Normalerweise war das früher ein bisschen anders. Vielleicht ändern die das jetzt mit demnächst. Aber schauen wir mal. Komm, komm, lag, 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 jump, los. Geht doch. Okay, jetzt werden wir Chantal retten. Eine Anomalie müssen wir auch noch scannen, irgendwie. So war das doch. Unbekannte Anomalie. Sieht auf jeden Fall anders aus als sonst. Zumindest ein wenig. Glaube ich. Ja, dort haben wir die Station. Ich habe Wilkins. Oh, machen Damage. So, ich mir das irgendwie weniger vorgestellt. Aber mal schauen. Klingt erstmal so an unbekannte Anomalie. War die vorher auch schon da? Ich weiß nicht. Ja, die KI-Gegner sind jetzt so nah an der Imbarness. Das heißt hier nah, sie sind einfach momentan ein bisschen imbar. Ich denke, das wird durch den nächsten Patch irgendwie nochmal geregelt. Aber eigentlich bin ich ein paar Level höher, werde daher zumindest in diesem Sektor ein bisschen weniger Probleme haben. Aber gestern habe ich zusammen mit Kai eine Mission gemacht. Und die war Level 12 und ich habe da schon elendig versagt. Aber die Missionen sind doch ein wenig schwerer als die normalen. Warte, lesen wir nochmal. Wo ist die gelbe Mission? Da.
Gott. Gott, unbekannte Anomalie. Ah, now I see what you did. Sie unbekannte Anomalie scannen. Das ist so eine Art Wurmloch, glaube ich. Oder Eintritt in die Levi-Dimension. Wie damals hier auch irgendwo mal erwähnt wurde. Zumindest wurde im Buch sehr viel darüber gesprochen. Ah, okay. Hinter der Anomalie. My area scans are showing that we are on the edge of the asteroid belt of Hus 466. This part of the system has not been mapped yet. Okay. I'm picking up additional transient anomalies in the distance. If the Naiad landed in this sector, it probably flew through one of these transient anomalies to get back to Gronos. Okay. Das sieht doch schon viel eher nach dem aus, was ich erwartet habe. So, fliegen wir erstmal zur unbekannten Anomalie. Auf 1, Position, um unbekannte Drohnen zu handeln. Das sind mal wieder unsere Lieblings-Aliens, ja. Gehen die die gehen nicht schnell tot. Das ist fucking kill. Go, go, go. Ja, geht. Die wird ein bisschen schneller tot. Ich mache jetzt irgendwie, wird jetzt die, der Schaden auch pro Sekunde angezeigt. Ich mache irgendwie 400 in Höhe pro Sekunde. Was ich gar nicht so wenig finde eigentlich. Aber die Dings sind auch ein bisschen schwerer geworden. Die Vulcan Guns. So. Na. Okay. Soweit, so gut. NAV 1. Nächste unbekannte Anomalie. The transient anomaly is closing. Fly to the next one quickly. I'll mark its position. Okay, tun wir das. Fliegen wir zur nächsten Position. Okay, ich denke, das müssen wir schon noch 2-3 Mal machen und dann werden wir so eine große Schlacht finden, denke ich. Oder auch nicht, mal schauen. Also ich weiß echt nicht, was ich jetzt momentan davon halten soll. Betreten. Ich finde die Idee ganz geil, dass man hier so kleine Wurmlöcher versteckt. Und man dann da von einem Sektor zum anderen springt. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen warten, bis mein Ding wieder jumpt. Übrigens, man sieht mittlerweile, ich sehe ein bisschen assi synchron aus vom Schiff her. Das war in den letzten Parts eher weniger so, glaube ich. Ja doch, sollte eigentlich so gewesen sein. Liegt an meinem neuen Triebwerk. This system isn't on any of the known maps. We won't find our way back easily. My sensors are picking up a position signal that matches the signature of the Babylon Health Club. That should be the ship we are looking for. Oh, fliegen wir völlig falsche Richtung. Die völlig falsche Richtung, das FFR. Ja, wer kennt es nicht? So, fliegen wir jetzt mal dorthin. Das ist so ein... Ja, ich weiß gar nicht. Was ist das eigentlich? Sind hier schon diese komischen neuen Bolzdrohnen? Scheint zu sein. It's out of range of the scanners for a more accurate scan, though. Get closer and then initiate the scan. Weil, wir haben jetzt irgendwie noch so eine ganz neue... Achso, wir scannen. Rasse. I'm picking up an increase in the energy in the unknown drones. That could mean they've activated their weapon systems. So, ich nicht mehr. Und zwar die Boyds. Anscheinend ist das bloß noch solche, keine Ahnung, Arbeiterdrohnen. Und die Macher dieser Arbeiterdrohnen, die gibt es irgendwie nicht mehr. Also im Buch habe ich davon auch gar nichts gelesen. Für mich scheint es auch eher so eine Art, keine Ahnung, wie ich einfach bloß rumfliege und die abschieße. Das ist ganz gechillt. Mich ist einfach irgendwie nur so ein... Weiß nicht. So, als würde das gar nichts irgendwie zu tun hätte mit der normalen Story. Aber ich denke mal, da wird sich noch irgendwie was finden. Nachher, dass sie alle Handlungsstränge halt wieder zusammenlaufen. Okay. Signalquelle. The signal is coming from this strange formation. Move closer in order to run a scan.
I'm reducing the intensity of the scan. The drones shouldn't notice it. Mein Schild soll sich langsam mal aufladen. Okay, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich meine, mit geringerer Intensität, da kennen wir uns ja aus. Hat selten zu dem gewünschten Erfolg geführt. Was sag ich? Was sag ich? Aber es ist ja relativ egal. So, ich werde dead now. Das scheint auch dieser neue PvE-Sektor dann zu sein. Für die Spieler über 40, weil man hat das Level Cap ein bisschen angesetzt. Von 40 auf 50. Was für mich als Level 28er irgendwie schlecht ist. Zudem kommt halt noch das neue Balancing hinzu. Ich denke mal, 15er Schild plus... 15er Schild sei schon. 15er Antrieb plus 50er Hülle wird wohl demnächst Standard sein. Schütze, Luxus-Shuttle. Klar, muss ja Luxus-Shuttle sein. Erreiche Position, wo ist denn die? Ach, da unten. Signalquelle. Platz Speed. Ich finde diesen neuen, großen Dings richtig nice irgendwo. Ich mag das. Und ja, ich habe irgendwas über Balancing noch eben gelabert. Weil man kriegt jetzt auch Rüstungspunkte auf Antriebe und so, aber er ist irgendwie erst ab Level 15. Und alles von Level 10 und niedriger gibt es irgendwie nicht. Warte, ich schmeiß mal so ein Heal-Schild rein. Chantal. Ich habe erst koreanischen Drohnen gelesen. Diese koreanischen Drohnen greifen mich an. So, dass die auch alle Schild haben müssen. Jetzt gibt es ein bisschen auf. Aber ich denke, die ist eigentlich ganz balanciert, die Drohnen. Ich meine, ich bin zwar kein Level 18 Spieler, aber wenn ich mir andere schaue. Chantal. Okay. Sounds good. Zerstöre Drohnen. Das würde viel epischer rüberkommen, wenn ich irgendwie einen niedrigeren leveligen Charakter hätte. So ganz knapp und so, keine Ahnung, mit den letzten 30 Hitpoints überleben und so Starflight Z. So, unser Luxus-Shuttle. Ja, diesmal habe ich selber besser geortet. Ganz Speed. So. Schild ein bisschen aufladen. So, Vereine. Zieht sie. Aber die Länge der Mission gefällt mir schon mal. Ich mag, wenn es die Mission ein bisschen länger gehen. Nett. Genau, das klappt das bestimmt nicht. Ich habe gar nicht zugehört oder mitgelesen oder sonst was. Das ist nämlich schon genug Probleme, ne?
Alter. Was ist los hier? Bin ich verkackt? Ist hier so bloß eine unbekannte Anomalie? Okay. Okay. Ich glaube, wir müssen das mal im Let's Play nochmal durchlesen, was da stand. Mission gescheitert, na toll. Chantal nicht gerettet. Shiat. Okay, gleich nochmal, würde ich sagen. Ja, jetzt sehen wir das auch so als Hintergrundbild. Also, ja nicht Hintergrundbild, aber halt hier so special-mäßig halt. Wie so Story-Mission halt. Okay, da habe ich ja doch ganz gut verkackt. Ich glaube, probieren wir es halt einfach nochmal. Denk mal, diesmal werde ich es schaffen. Ich weiß ja jetzt zumindest, was mich erwartet. Und zwar diese neuen Boys. Und ja. Schauen wir mal. Ich denke mal, ich werde jetzt mal ein bisschen näher bei unserer Chantal bleiben und versuchen dort ein bisschen Feuer auf mich zu ziehen, weil ein bisschen Damage kann ich ja tanken. Aber leider nicht allzu viel. My area scans are showing that we are on the edge of the asteroid belt to pass 466. This part of the system has not been mapped yet. I'm picking up additional transient anomalies in the distance. If the Nyad landed in this sector, okay. It probably flew through one of these transient anomalies to get back to Gronos. Erstmal ist unsere Anomalie. Warning. Unknown ships located near Nav 1. It looks like an unmanned drone. It does not match any known configuration. I advise you to be cautious. Der erste Kontakt mit der neuen Rasse, den Boyds. Ich frage mich, wer den Namen geprägt hat. Ich meine, es ist ja nicht so, als wenn da irgendwie der Name da draufsteht auf den Dingern. Alert. The transcend anomaly is closing. Flight of the nächste war doch irgendwie hier. Genau. Interagieren mit unbekannter Anomalie. Gut, dann interagieren wir jetzt mit unbekannter Anomalie. Dann ist gleich. So. Wieder sogar auf automatisch anvisieren aus. Diese automatische Anvisieren, das hasse ich auch. Weil es irgendwie, keine Ahnung, immer gerade den anvisiert, den ich halt am wenigsten angreifen will. Meistens einer, der mir sowieso keinen Schaden macht und zweitens auch noch übelst viel Schild hat. Ich hasse es, wenn ich Gegner kriege, die übelst viel Schild haben. Oh, falsche Taste gedrückt. Nichts Plünderbares in Reichweite. Okay. Zweiter Versuch. Die unbekannte Anomalie. Müssen wir gleich nochmal durchspringen. Also wie ich das eben gerade gesehen habe, können bloß die kleinen Schiffe, also die Jäger, wie ich die ja dann habe, oder wie jeder Spieler sie hat, diese komischen Transcend-Sprünge normalerweise nutzen. Und diese großen Schlachtschiffe müssen halt immer noch, keine Ahnung, von A nach B über Jahre hinweg bewegt werden. We won't find our way back easily. My sensors are picking up a position signal that matches the signature of the Babylon Health Club. That should be the ship we are looking for. Das ist auch da oben. Ja, ich habe vorhin schon mal gefailt hier unten. Okay, fliegen wir. So, da war ein falsches Nav. Wie wir wissen, dann greifen wir uns gleich die komischen Beut-Drohnen an.
Ey, das ist irgendwie an meinem PC gerade ausgesetzt. Keine Ahnung, ob ihr mich gehört habt oder nicht. Auf jeden Fall ist ja noch nicht viel Spannendes passiert. Killen wir fix. Dieser Penner aka Max alias Maximilian, das war auch darüber beschwert, diese eine Mission, die Geolithen, oder diese eine Missionsziel natürlich ist, überleben sie. Ja. Ist die Story-Mission alle mal relativ gleich? In order to run a scan. I'm reducing the intensity of the scan. The drones shouldn't notice it. Warum liegt mein Schild nicht auf? Ich hoffe, das ist bloß während der Story-Mission und nicht irgendwie so ein dauerhafter Zustand. Den kenne ich mir noch. Kenne ich hier. Oder ist das so? Naja, ist ja weg. Egal, Signalquelle. Scanning. So, wir wissen ja, was jetzt gleich passiert. Diese Beutel sollen ja nicht so richtig stark sein, sondern einfach nur so irgendwelche Erdschiffer sein. Bisher kenne ich sehr gut aus dieser Mission und aus ein, zwei Screenshots. Ich bin nochmal ganz gespannt drauf. Aber vielleicht merkt man das sowieso erst, wenn man ein gewisses Level hat. Schließlich mit dieser komischen Gravity Gun, kann das sein? Schütze Luxus Shuttle. Godspeed. Ich habe trotzdem das Gefühl, als wenn ich irgendwie mein Schild im Fall irgendwie gar nicht auflade. Ich schmeiße nochmal diese Schildbatterien rein. Ich hoffe, das ist nicht wirklich so. Weil das wäre halt extremst unschön. Weil ich meine, wer denn noch deutlich zwischen Hitpoints und Schild, wenn du beides irgendwie so aufladen könntest? Nehmen wir halt einfach bloß. So, als du den drückst und die dann reparieren musst. Oder reparieren werden. Schön, alle ohne Schild. Ja, der hat mein Schild. Und man gleich wieder dreimal so lang. So, der hat auch Schild. Aber besser, wenn man erst die raus und die kein Schild haben, weil dann macht nämlich kein Damage mehr. Jede tote Drohne zählt. What? Was ist los mit dir? So, ich schieße auf den Stein. Ich wundere mich, warum der kriegt der keinen Schaden, dann schieße ich auf den Stein. Toll. Lassen auf jeden Fall nichts liegen. Gut, unsere Schiffs-KI Isora. Schon mal sehr gut. Da kommen die ersten feindlichen Drohnen, die kommen nochmal so als Rudel. Die anderen kommen nachher von allen Seiten. Und da habe ich dann nachher schon fast verkackt, oder ich habe verkackt, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Das ist halt immer so dieser schmale Grat von verkacken und nicht verkacken. Wenn man das so ausdrücken will. So, du stirbst. So, du
Okay, ich stirb jetzt auch gleich, bevor du Schild hast. Das dauert bloß ein paar Sekunden länger. So. Das Ding hat auch kein Schild, ne? Deswegen verreckt das auch so schnell. Na, mir sollte egal sein. Okay, erstmal du. Ich hole das an. Ich suche die ganze Runde. Aber die suche nicht Akku, die ist Akku. So, 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 stopp, stopp, stopp. Da oben ist noch eine Akku-Drohne. Die guten alten Akku-Drohnen. So. Wieder ein Schild. Luxus Shuttle lebt noch. Ich glaube, erst als die Stadt Baron gekommen sind, bin ich dann verreckt. So, so, stopp, stopp, stopp. Was sind hier überhaupt noch was hinter mir? Also, erstmal diese kleinen Drohnen auseinandernehmen. Die wollen gar nicht so groß, oder? Luxus-Shuttle müssen beschützen. Ich achte lieber drauf, was auf das Luxus-Shuttle schießt. Hier gibt mal irgendwo mehr Sinn. Von hier unten kommt irgendwo was. Ah ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Zumindest Chantal hat es geschafft. Jo. Und wie mit unserem kleinen Jäger. Ich finde es irgendwo interessant. Ich meine, wenn die Jack Baron jetzt irgendwie diese Boys kontrollieren würden, das wäre schon heftig. Weil ich meine, anscheinend kämpfen sie ja irgendwie gemeinsam. Mal schauen, wo es das Ganze noch hinführt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich schon, wenn der nächste Part vom Buch draußen ist. Ich glaube, da wird auch nur die Prolog-Mission weitergeführt. Also, Prolog-Story. Im Hus sind wir noch. Okay. The anomaly closed itself again. We should be safe here for now. Thanks. We would never have survived this ordeal without you. Look out. A new anomaly is forming nearby. Okay. Muss garantiert irgendwas Großes raus. Ja. Knickknack, schon ist es da. Why is this happening? We need to get out of here in one piece somehow. Good news. The anomaly we entered through that is connected to the Kronos sector is still stable. I'm sending its position coordinates. Flight data received. Setting course for ja, dann mach mal hin, Chantal. Na, sind nur diese hässlichen Drohnen. Just go fucking kill him. So. So. Nummer 1. Du hast Schild. Ist mir egal. Ich bin trotzdem. Tot. Oh, oh, oh. Nicht auf das Schiff schießen. Ich hab noch ein bisschen Hitpoints, aber nicht mal zu viel. Ungefähr Hälfte noch. Schieß doch mal auf mich, ihr Opfer. Nicht auf unsere Schandpower. Stopp, 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 stopp. Ich muss doch immer Schild haben müssen. So, du stoppst auf. Gut. Ich muss noch die Drohne hier oben. Wahrscheinlich das Schlachtschiff von den Jack Baron, aber irgendwie keine Waffe, so wie ich das mitgekriegt habe. So. Verrecke, verrecke, verrecke. Und macht mir eigentlich nicht so viel Schaden. Hab's noch nie gemacht. Keine Drohne. Und hier des Shuttles. Ist aber gleich tot. Passt schon. Jetzt muss ich eher aufpassen, dass ich nicht verrecke. Aber ich denke, das sollte machbar sein im Rahmen des Möglichen und Stuff like that. So, Karton mehr killen. Ich einfach irgendwelche Buffs rein, das passt dann schon. Okay, verreck. Chantal, du schaffst es. Jawohl. Oder kommt da noch mal was raus? Ich höre bloß Explosionen.
Okay, Chantal. Ah, ich schaff's auch. Okay, dann ist ja gut. Das ist schon ein riesen Größenunterschied, muss man sich mal reinziehen. Na, haben wir Chantal jetzt gerettet? Ja, okay, PvP-Sektor wird wieder von den Thai angenommen, meine Güte. Mir nicht schon wieder ab, ey. Immer während des Let's Playings. Ich weiß auch nicht. Ah, es gibt Chantal. 1 von 1 gerettet. Story Mission complete. War da eben nicht noch ein paar andere Belohnungen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch andere Belohnungen gab. Eben. Nehme ich den Schild. Einfach weil ich den als einziges einbauen kann. Okay. Ich glaube, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich einmal beim Fällen zu beobachten und dann zu sehen, wie wir doch noch Chantal gerettet haben. In, keine Ahnung, kurz vor knapp, mein Schild war schon irgendwie Low-Bob-mäßig. Und dann haben wir doch noch einen halbwegs epischen Moment erlebt, wo ich halt bloß noch Hitpoints hatte. Die aber auch nicht gerade sehr viel sind, wie man sieht, so 800. Ich freue mich auf jeden Fall auf Episode 4. Vielleicht gibt es irgendwann PvP-Videos. Glaube ich aber eher weniger. Ich mache demnächst erstmal ein bisschen StarCraft-Stuff. Das Just Aqua muss auch nochmal hochgeladen werden, weil viele Videos da nicht mehr drin sind. Und von daher wird es erstmal weniger Black Prophecy geben. Aber ich denke mal, damit können wir ganz gut leben. Ich sage nur, Leute, tschüss. Vielleicht mache ich eher noch ein bisschen was mit der Gruppe hier. Kai und Max zocken ja auch wieder ein bisschen intensiver bei uns. Aber bis dahin, Leute, erwartet nicht zu viel. Ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Tschüss.